Willkommen aus München und damit herzlich willkommen zum Samstagabendspiel. Heute zur Begegnung zwischen Bayern und Niedersachsen im Tabellenersten gegen den Tabellenfünften. Der Tabellenerste aktuell mit 28 Punkten auf dem Tableau und der Tabellenfünfte mit 23. Mit einem Erfolg können die Niedersachsen natürlich ran an die Tabellenspitze. Andersrum verliert Bayern durch eine Niederlage. Diese heißt also heute gewinnendes Pflicht für Bayern, damit sie Tabellenführer bleiben. Und damit los geht's hier in München. Die Bayern in den weiß-roten Trikots gegen Niedersachsen in grün-schwarz. Niedersachsen als letztes mit dem 0:0 gegen Schleswig-Holstein. Das wollen sie natürlich hier und heute gegen die Bayern ändern. Erstmal hier die erste Möglichkeit früh im Spiel. Drews direkt hier geprüft. Aufstellungsmäßig keine Änderungen bei beiden Teams. Beide spielen genauso wie am letzten Spieltag. Die Bayern ja am letzten Spieltag ja fast mit einer Niederlage. Haben das Spiel noch im zweiten Durchgang gedreht. Haben einen Abschluss, die drei Punkte geholt. Heute wollen sie natürlich die nächsten drei Punkte folgen lassen. Andersrum, sie müssen es auch, damit sie Tabellenführer bleiben. Für Niedersachsen, wie erwähnt, wollen heute natürlich wieder ein bisschen Besserung zeigen als das Spiel gegen Schleswig-Holstein, wo sie nur einen Punkt geholt haben. Müller mit der Möglichkeit. Mit der ersten Chance, oder besser gesagt, bei der zweiten Chance in dieser Partie. Erste Chance hatte Amiri gehabt, die Drews dann klären konnte. Niedersachsen, ja, den Tabellenplatz in letzter Zeit etwas aus den Augen verloren, dadurch, dass man die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt hat. Und das jeweils gegen Teams, die eher unten anzuordnen sind. Also heute gegen ein Team, was oben in der Tabelle eher anzuordnen ist. Vielleicht anders. Ja, hatte Jemi mit der Möglichkeit, hier in Führung zu gehen. Ja, gegen Teams, die oben in der Tabelle sind, da hat man natürlich das auch immer mal ein bisschen schwierig, denn da erwarten viele dann einen klaren Sieg. Und diesen gab es in den letzten Wochen eben für Niedersachsen nicht mehr. Knauf, Banke kommt, aber stark ist dazwischen. Gieselmann. Ball nach vorne, abgefangen, Stach. Ah, kommt hier über die Flügel gut durch. Stark mit der Flanke, aber Pokravniak hat den hinten abwehren können. Nächste Möglichkeit Niedersachsen. Also sie versuchen hier die Bayern eben wie Hessen erstmal zu überfordern in der Defensive. Hat bei den Hessen ja eigentlich am Anfang auch gut funktioniert, aber eben nach hinten raus. Hat da vielleicht die Energie gefehlt, vielleicht die Taktik der Bayern dann richtig umgestellt. Wolf. Und das ist Müller, Doppelpassspiel. Volland auf Adeyemi und Drews hier ohne Probleme. Volland. Und Adeyemi, Knoche dazwischen. Also beide offensiv hier. Kühn. Flanke rüber, aber ja, da ist niemand außer Stark, der hier dementsprechend das souverän klären kann. Raum. Und das Dreieck wird hier bespielt. Adeyemi. Volland. Ball von Knoche geblockt. Weigel. Oh, Müller. Müller! 1-0 Bayern! Etwas überraschend, auch die Annahme und alles drum und dran sah eher danach aus, dass eigentlich Drews den kriegen kann, aber den hat er nicht gekriegt. 9. Saisontreffer für Thomas Müller, nimmt den fantastisch an, dreht dann nicht einmal, hier nochmal, fantastische Annahme, dreht sich dann und eigentlich, ja eigentlich so ein Torwart wie Drews, den kriegt er eigentlich, aber in der Hinsicht nicht. Sowas kann man gerne als Intro sehen einer so schönen Liga. Bayern führt mit 1:0. Und somit jetzt natürlich Niedersachsen gefordert. Wiedermals. Füllkrug. Und aus der Distanz Riemann.
Natürlich jetzt die niedersächsischen Fans wieder ruhiger. Klar, in letzter Zeit ist eben die Euphorie aus den ersten Spielen so ein bisschen vergangen. Raum. Flanke kommt und Volland nicht direkt mit dem Volley. Nicht direkt mit dem Volley. Er versucht sich den dann richtig hinzulegen. Ja, und dann ist Gieselmann dann da eben zur Stelle und kann ihn so sehr verunsichern, dass hier Volland dann das Außennetz trifft. Hier Drews nicht eingreifen muss. Eine halbe Stunde nach Anpfiff. Volland. Und Götze. Dorsch. Wieder Götze. Ja, wird hier von Knoche gestoppt, aber freistoßwürdig für die Unparteiische hier. Und dementsprechend gibt es den Freistoß für das Team aus Bayern. Freistoßsituation. Eigentlich kann man gut und gerne von dort aus direkt aufs Tor schießen. Gucken wir mal, ob es auch Kevin Volland macht. Also, Freistoß für das bayerische Team. Ja, hat sich da den ein oder anderen Mitspieler rangeholt. Volland, aber macht es selbst. Und dann schießt er den drüber. Mauer springt zum richtigen Zeitpunkt hoch, würde ich sagen. Drews, ja, stand ein bisschen schlecht, würde ich sagen. Hatte dementsprechend Glück, dass der Ball eben nicht oben ins Eck eingeschlagen ist. Knauf. Und Gieselmann. Wieder Knauf. Ja, Ball geht raus. Gieselmann. Flanke kommt, aber Pogramjak hat den. Siegeschancen für die Bayern 81%. Ja, bislang ist auch statistisch gesehen Riemann hier noch nicht wirklich geprüft worden. Also es sieht alles hier nach einem lockeren, leichten Sieg für die Bayern aus, aber so weit aus dem Fenster lehnen würde ich mich hier noch nicht. Weigel, rüber, Volland. Und das ist Götze aus der Distanz, aber das war die Distanz viel zu kurz. Da ist kein irgendwie Überraschungstor in der Luft. Weigel. Und das ist Müller. Stach dieses Mal mit dem Fuß dazwischen. Stach. Und Undaff hat hier die Drehung nicht ganz an Stark vorbeigekriegt. So kann er hier den Angriff nicht setzen. Götze. Und Busch dazwischen. Konterchance für das Team aus Niedersachsen. Über Stach. Undaff. Und Füllkrug. Eggestein. Kühn. Nachspielzeit wird von der Seitenlinie angezeigt. Es ist eine Minute. Aber Pogramjak hat den zwar, aber dann noch nicht so ganz sicher. Nächste Möglichkeit für Niedersachsen. Ecke für Niedersachsen. Die letzte Möglichkeit im Durchgang 1. Ecke Niedersachsen. Ecke kommt. Kopfball von Undaff auch. Aber dann geht der Kopfball am Tor vorbei. Und das ist dann der Halbzeitpfiff hier in München. Es steht 1:0 durch ihn hier. Durch Thomas Müller. Durch ein wirklich fantastisches Tor. Und die Frage stellt sich, ob dieses Tor an Abschluss das Goldene ist oder nicht. Bayern führt mit 1:0 gegen Niedersachsen. Durchgang 2, herzlich willkommen zurück aus München. Heute zur Begegnung zwischen Bayern in den weißen Trikots und Niedersachsen in grün. Bayern führt mit 1:0 durch Thomas Müller. Ja, einige Chancen sind auf beiden Seiten liegen geblieben. Frage stellt sich natürlich, ob dieses eine Tor von Thomas Müller für die Bayern an Abschluss den Niedersachsen hier die Niederlage bringt oder eben nicht. Ah, starker Pass, Füllkrug. Niklas Füllkrug und Riemann.
Riesenmöglichkeit, 25%ige Möglichkeit, dass der reingeht. Und Riemann hat nur 0,3 Sekunden Zeit, um zu reagieren und hat das hier perfekt gemacht als der Kapitän der Mannschaft. Ecke für Niedersachsen. Ecke kommt, Kopfball von Müller auch. Müller hier in der Hinsicht den Ball rausgeklärt. Heizenberg. Und das ist Knoche. Versuchen jetzt natürlich die Lücke hier in der Hinsicht zu finden. Busch. Und Raum. Mit Fuß dazwischen. Mit Körper dazwischen. Mit allem dazwischen, was legal war. Und es gibt den Eckball für Niedersachsen. 51. Spielminute. Ecke, Knauf. Legt sich den Ball natürlich da erstmal wieder hin, guckt, wo könnte er den Ball vielleicht reinflanken. Mitspieler hat er sich dieses Mal nicht rangeholt. Heißt also, er wird den direkt in Richtung 16er flanken. Flanke kommt, Adeyemi auch und unter! Mit der Rettungsaktion von Adeyemi den Ball als Volley rein versuchen zu netzen, aber das hat nicht funktioniert. Riemann war gut. Zwar stand da auch noch ein Verteidiger, ja, aber lass den Torhüter lieber seinen Torhüterkram machen und lieber hier den Ball zur nächsten Ecke abwehren. Nächste Ecke von Niedersachsen. Knauf lässt sich sehr unheimlich viel Zeit. Also wenn du jetzt normalerweise führst, ist das vollkommen vertretbar. Aber Niedersachsen liegt hinten. Ecke Niedersachsen. Ball kommt wieder als Flanke, wieder Adeyemi, der den Ball erstmal rausklärt. Götze dann im zweiten Klärungsaktion auch weg und so ist er außer Gefahrensituation. Weigel und Müller, Volland, raus Richtung Flügel, Richtung Wolf. Volland mit der Hacke weitergeleitet, Adeyemi, starker Pass Richtung Raum und Dreves. Ecke von der anderen Seite, Ecke auf der Seite für Thomas Müller. 56. Minute, Ecke für Bayern. Mit dem Ergebnis bleibt das Team aus Bayern auch weiterhin Tabellenführer. Und kann natürlich den Abstand zum nächsten Konkurrenten weitermachen. Adeyemi, zweite Chance, wieder von dem Verteidiger gestoppt. Götze. Oh, gefährlicher Pass, Adeyemi. Adeyemi rüber, Götze, Knoche dazwischen, dann artistische Flanke von Raum. Also, wenn das ein Schuss war, war der völlig missraten. Wenn das ein Pass war, war das artistisch. Volland und Götze. Halbe Stunde noch zu spielen, Volland. Volland 2-0! Kevin Volland, Treffer Nummer 10 für ihn und damit die 2-0-Führung. Aber die Bayern, sie spielen in Offensive und es funktioniert in der Offensive. Dreves, man sieht es kurz, da guckt er so ein bisschen komisch, da guckt er so ein bisschen, ja, vielleicht muss ich gleich darüber. Und dann geht der Vollert eben in die andere Richtung mit dem Schuss. Unglücklich für Dreves, denn er kommt mit den Fingerspitzen nicht ganz dran. Wechsel bei den Bayern, Wechsel stark geht. Dafür kommt Stanic nun aufs Feld, ein weiterer Defensiver, um jetzt die Null hinten zu halten, weil das Ergebnis natürlich ein komfortables ist. Andersrum, wir haben das in dieser Saison schon gesehen, so ein 2-0 in dieser Situation kann auch trügerisch sein. Das kann eventuell auch noch nach hinten losgehen, aber wir haben das vom Tabellenführer noch nicht gesehen, dass die dessen noch am Ende dann verspielen. Freistoßsituation hier für die Bayern. Natürlich einige Fans ein bisschen enttäuscht von ihren Spielern. Natürlich die aus Niedersachsen hier. Die bayerischen Fans, man sieht es hier auf den Tribünen. Sie springen, sie freuen sich. 95%ige Möglichkeit, dass das hier ein Sieg für die Bayern wird.
Wie erwähnt, sie haben bislang in dieser Saison sowas noch nie verspielt. Füllkrug rüber auf Undaf. Undaf mit der Chance und Undaf mit dem Anschlusstreffer. Ja, du darfst in deiner Sache nicht zu sicher sein. Undaf mit dem Tor, hat da zwei Bewacher, läuft da lang und länger und 25% die Möglichkeit, dass der reingeht. Und am Ende geht er rein, kommt an Riemanns Finger vorbei und so ist der Ball im Netz und so sind sie wieder zurück im Spiel. Treffer für Niedersachsen, 69. Spielminute. Den Niedersachsen bleiben noch knapp 20 Minuten, um das Spiel noch zu drehen und damit natürlich auch eine Statistik hier zu egalisieren. Aber erstmal der nächste Angriff der Bayern, Adeyemi und Halstenberg. Dazwischen im zweiten Anlauf wieder dazwischen. Also Adeyemi hier in der Hinsicht, ja, wieder nicht glückbringend. Natürlich jetzt die niedersächsischen Fans wieder lautstark dabei. Die wollen jetzt ihr Team nach vorne peitschen. Die wissen, sie können hier einen Punkt holen, wenn sie eventuell jetzt auf Risiko spielen. Kühn, Ball geht dran vorbei am Verteidiger. Stanic hier die Situation gerettet. Eggestein auf Füllkrug. Und Proravjak dieses Mal in der Verteidigung. Konterchance. Der Bayern über Müller. Viertelstunde ist noch auf der Uhr. Wolf und Volland. Gieselmann hier mit dem Fuß dazwischen. Knauf und Undaf raus Richtung Flügel, Richtung Gieselmann. Gieselmann blockt. Ball geblockt, Ecke. Ecke für Niedersachsen. Ecke für Kühn. 12 Minuten noch. Wankt hier der Tabellenführer. Ecke Niedersachsen. Ball Adeyemi. War nicht so ganz gut gekonnt. Weggeklärt, aber Riemann hat den zweiten Ball, hat gesehen, dass hier Adeyemi wieder Probleme hat, also heute nicht so sein Spiel. Götze. Und das ist durch. Volland. Das war nichts. Konterchance vielleicht für Niedersachsen. Nein, Weigel macht da den Passweg zu. Knauf. Undaf. Und Dorsch. Volland. Zu mutig gespielt hier. Halstenberg. Ja, muss natürlich erstmal einen Weg finden, um vielleicht einen Ball nach vorne zu spielen. Der Weg war nicht schlecht. Knauf. Und Stach. Über wieder Knauf. Ball kommt auf Niklas Füllkrug. Aber das hat hier nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Spiel neigt sich so langsam seinem Ende zu. Schaffen die Bayern diese Führung über die Ziellinie. Adeyemi, Flanke kommt, Halstenberg aber dazwischen. Konterchance für Niedersachsen. Können das vielleicht jetzt ein schneller Konter werden? Füllkrug. Ah, ist der Ball gestoppt, geblockt. Der zweite erobert. Nachspielzeit, 3 Minuten Nachspielzeit. Wird hier von der Seitenlinie angezeigt. Götze. Ah, Flanke kommt, aber dann, ja, ich weiß nicht so ganz warum, aber dann geht da keiner ran. Eggestein kriegt hier gelb. So, die Frage ist, wofür es gelb gibt für diese Aktion hier. Haben wir gar nicht so gesehen in der Hinsicht. Wechsel auf beiden Seiten. Eggestein eben gelb belastet, geht. Auf der anderen Seite geht Wolf, davon Zerci. Und das wird aber wahrscheinlich auch dementsprechend hier das Ende der Partie sein, denn die 3 Minuten sind so gut wie rum. Raum hat den Ball erstmal nach vorne geklärt. Götze. Und die 3 Minuten sind jetzt rum. Götze. Und Adeyemi auf Volland. So tief's.
Nächste Chance, nächster Eckball für die Bayern. Klar, jetzt können sie ein bisschen schneller machen, denn man darf nicht vergessen, die Nachspielzeit ist rum. Ecke für Bayern. Ball wird von Knauf erstmal rausgeklärt, dann der zweite von Füllkrug und dann ist Abpfiff. Bayern gewinnt das Spiel hier knapp mit 2:1. Am Ende knapper, als man sich wahrscheinlich erhofft hatte. Aber dennoch, man bleibt Tabellenführer auch nach Ende des 12. Spieltages. Und Niedersachsen verliert am Boden. Man of the Match heute, das Thomas Müller, die Nummer 25 von den Bayern. Und damit verabschieden wir uns hier aus München. Bayern gewinnt und bleibt damit Tabellenführer mit 2:1 gegen Niedersachsen. Bis zum nächsten Mal und ciao.